Hallo und herzlich willkommen bei Fritteusenprofi. Wenn ihr auf der Suche nach einer preiswerten Dualfritteuse seid, die euch knusprige Pommes und Co. bescheren soll und dabei nicht gleich euer Sparschwein sprengen soll, dann seid ihr hier richtig. Heute haben wir eine Mission. Wir suchen die beste Dualfritteuse unter 100 Euro. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen geschummelt. Die Stillstern kostet aktuell 105 Euro, aber da habe ich ausnahmsweise mal ein Auge zugedrückt. Alles andere liegt aber unterhalb der Preisgrenze. Die Klartronic für schlappe 80 Euro, das Schnäppchen der Runde. Dann haben wir die Yuari Max Dual Zone für 80 bis 90 Euro zu haben ist. Wobei ich nicht weiß, ob ich das Wort jetzt richtig ausgesprochen habe. Wer es weiß, kann es ja in die Kommentare schreiben. Und dann haben wir hier schließlich noch die ProfiCook mit exakt 100 Euro. Diese vier Fritteusen werden heute gegeneinander antreten. Wir vergleichen technische Daten, Bedienung, Garkörbe und natürlich treten sie im Praxistest gegeneinander an. Den Preis lassen wir mal außen vor, da alle im selben Bereich liegen. Wenn euch eine dieser Fritteusen gefallen sollte, findet ihr sie natürlich in der Videobeschreibung. Plus ihr findet dort auch einen Link zur weltbesten Facebook-Gruppe und natürlich zum heiß begehrten Dual-Heißluft-Fritteusen-Kochbuch. Aber genug der Vorrede, schnallen wir uns an und legen los. Starten wir mit den technischen Daten. Die Unterschiede in der Größe sind minimal, vielleicht 3 cm. Deshalb lasse ich das bei meiner Bewertung weg. Stattdessen schauen wir uns die Wattzahlen an. Watt pro Liter ist entscheidend für die Schnelligkeit und Knusprigkeit. Merkt euch, mehr Watt pro Liter gleich kürzere Zubereitungszeit und knusprigere Pommes. Also, mal sehen, was unsere vier Kandidaten zu bieten haben. Stillstern. 2400 Watt auf 8 Liter macht 300 Watt pro Liter. Klartronic. 2700 Watt auf ebenfalls 8 Liter. 337,5 Watt pro Liter. Das ist stark. Die Yuari Max Dual Zone. 2600 Watt auf 10 Liter. Also 260 Watt pro Liter. Und ProfiCook. 2400 Watt auf 9 Liter. Also 267 Watt pro Liter. Klartronic und Stillstern führen hier klar das Feld an. Mit über 300 Watt pro Liter. Aber das sind nur die Herstellerangaben. Wir wären ja nicht Fritteusenprofi, wenn wir das nicht überprüfen würden. Ich habe hier einen Smartplug, der mir gleich zeigt, wie viel Leistung wirklich gezogen wird. Also probieren wir es aus. Und nebenbei machen wir auch gleich noch einen Lautstärketest mit unserem Dezibelmesser. Fangen wir mit der Stillstern an. Die Fritteuse läuft jetzt auf Vollgas, hat 2400 Watt. Und unser Smartplug sagt, sie zieht knapp unter 2200 Watt. Dann kommen wir mal zum Lautstärketest. 47 Dezibel, das ist wenig, das ist sehr leise. So, kommen wir zu unserem Wattmonster, der Klartronic 2700 Watt. Davon werden aktuell 2520 Watt verbraucht. Mit 54 Dezibel immer noch etwas lauter, aber immer noch im sehr guten Bereich, sehr angenehm. Dann kommen wir zur Kandidatin Nummer 3, die Yuari Max Dual Zone. 2234 ist der aktuelle Verbrauch, 2600 Watt leistet die Maschine laut Herstellerangaben. Schon über 350, 370 Differenz. Da fehlt ein bisschen was zur Angabe. 53, 54 Dezibel. Last but not least, ProfiCook. 2400 Watt. Aktuell verbraucht werden 2330 Watt. Mit nur 70 Watt Abweichung von den Herstellerangaben ist die Maschine noch am nächsten dran. 56 Dezibel, nur unmaßgeblich mehr. Als Zwischenfazit können wir somit festhalten, dass die ProfiCook Fritteuse die ehrlichsten Herstellerangaben hat, ist am nächsten dran. Die meiste Leistung liefert die Klartronic mit 2530 Watt, ist damit immer noch 170 Watt unter den Herstellerangaben, aber immer noch unser stärkster Kandidat, gefolgt von der Stillstern. Dann kommen wir zu meinem zweiten Vergleich, dem Garkorbtest. Dafür habe ich jetzt die Fritteusen weggestellt und nur noch die Garkörbe vor mir liegen. Bei dem Vergleich der technischen Daten habe ich ganz bewusst das Fassungsvermögen nicht bewertet. Einige Körbe sind höher gebaut und haben dadurch ein größeres Fassungsvermögen, obwohl sie auch nicht mehr Fläche bieten. Deshalb vergleichen wir heute die Innenmaße der Körbe. Dafür habe ich auch meinen treuen Helfer dabei, das Maßband. Messen wir erstmal bei allen Körben in die Breite. Hier haben wir 15. 1 oder 2 cm. Hier sind es auch ganz knapp über 15. Auch 15,2 oder 3. Und hier haben wir schon 16 cm. Gehen wir auf die Länge ein. Innen haben wir hier knapp unter 25 cm.
Hier haben wir 24 cm. Hier sind es 23,2 und hier sogar knapp unter 23. Messen wir die Höhe. 9,5 cm. Hier sind es, man kann sagen 10 cm. Hier ist es schon ganz knapp über 11 und hier haben wir 10,5, 10,6 cm ungefähr. Damit bietet die ProfiCook die größte Garfläche. Den zweiten Platz belegt die Stillstern. Ja, bei der URI kann man nur sagen, durch die Höhe kommt die auf 10 Liter und bietet immer noch nicht so viel Fläche wie eine 8 Liter Maschine. Da bin ich bei der Stillstern und den dritten Platz belegt die Klartronic. Zu den CRISPR Plates möchte ich noch ein paar Worte verlieren. Wichtig ist hierbei natürlich, dass so viel Luft wie möglich durchströmen kann. Das wird erreicht, wenn möglichst viel Fläche der Einlegebleche mit Löchern versehen ist. Die Fritteuse, die es am besten hinbekommen hat, außerhalb der vier getesteten Modelle hier, ist die Turbo Blaze. Hier besteht wirklich schätzungsweise mehr als die Hälfte der Fläche aus Löchern und Durchlässen. Am nächsten dran ist meiner Meinung nach die Stillstern, gefolgt von der Klartronic. Bei der ProfiCook ist mir leider etwas aufgefallen. An den Ecken fehlen die Noppen. Das wäre ja nicht so schlimm, aber egal wie man die CRISPR Plate einsetzt, diese Stellen hier berühren den Garkorb, wodurch Kratzer entstehen können. Das will ich jetzt hier natürlich nicht weiter provozieren und lasse es erstmal dabei. Die CRISPR Plate geht der Titel an Stillstern. Dann kommen wir zur Bedienung. Bei der Bedienung ist mir vor allem wichtig, wie gut die Touch-Funktion funktioniert und wie selbsterklärend die Fritteusen sind. Klar kenne ich mich inzwischen ziemlich gut mit Dual-Fritteusen aus, daher wollte ich diesmal testen, ob ich alles auf Anhieb verstehe. Alle Fritteusen haben die Synchronfunktion, also verschiedene Garzeiten gleichzeitig fertigzustellen. Da das bei allen gleich ist, gehe ich darauf nicht weiter ein. Fangen wir mit der Stillstern an. Sie ist gut beschriftet und intuitiv zu bedienen, allerdings zickt die Touch-Funktion zwischendurch gelegentlich, wie ihr gerade seht. Wenn das eure erste Fritteuse ist, könnten die Texte statt Symbolen hilfreich sein, aber für mich nehmen die einfach zu viel Platz auf dem Display ein. Bei den anderen Modellen, inklusive der ProfiCook, die wir jetzt gerade hier stehen haben, werden Symbole statt Text genutzt. Dadurch wirkt das Display nicht so überladen und aufgeräumter, was mir persönlich besser gefällt. Die Klartronic ist leider nicht ganz so intuitiv wie erhofft. Die einzelnen Automatikprogramme lassen sich nicht einfach mit einem Klick auswählen, sondern man muss alles durchklicken, um das gewünschte Programm zu finden. Wenn man Temperatur und Zeit einstellen will, drückt man entsprechend vorher das Symbol Temperatur und Zeit. Die Bedienung der URI ähnelt stark der Ninja. Allerdings wurde hier auf Touch statt auf Tasten gesetzt. Für mich sind diese und die Stillstern die intuitivsten Modelle. Ein kleiner Kritikpunkt. Der Piepton kann etwas nerven, aber clever gelöst, wenn man zum Beispiel mehrmals hintereinander auf Zeit oder Temperatur klickt, piept es nicht jedes Mal. Daumen hoch dafür. Wir beginnen mit dem Praxistest. Gleich wird es spannend. Wir machen in allen vier Dual-Fritteusen gleichzeitig Chicken Wings und Pommes. Ich fülle dann mal ein und wir sehen uns gleich. Wir haben jetzt bei allen vier Fritteusen den linken Korb jeweils mit 500 Gramm tiefgefrorenen Pommes gefüllt und jeweils 5 Wings oder Chicken Legs in den Körben Nummer 2. Angabe für Heißluftfritteusen bei 200 Grad für die Pommes und 300 Gramm, 11 Minuten. Wir haben jetzt 500 Gramm, ist fast das Doppelte. Nehmen wir 200 Grad bei 17 Minuten für die Pommes und für die Chicken Wings auch 200 Grad bei 15 Minuten. Wir nehmen eine andere Zeit, damit wir die Sync-Finish-Funktion bei allen Maschinen noch testen können. So, liebe Freunde der gepflegten Heißluftfritteuse, das macht Spaß. Alle vier Dual-Fritteusen sind befüllt und laufen. Ihr merkt, es ist ganz schön laut und warm hier. Der Stromzähler läuft gerade auch auf Höchstgeschwindigkeit. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir sind fertig. Unsere Sicherung hat es überlebt. Die Ergebnisse sind ein bisschen unterschiedlich. Damit ihr es besser sehen könnt, packe ich jetzt alles auf Teller und ich melde mich in einer Minute bei euch. So, hier seht ihr die Ergebnisse. Um auf ein farblich angemessenes Ergebnis zu kommen, haben wir noch mal 2 Minuten dran gehängt. Das sah noch nicht ganz gar aus. Wir haben jetzt auch tatsächlich etwas gemischte, durchwachsene Ergebnisse. Die Stillstern ist ganz gut, aber etwas ungleichmäßig. Einige gebräunte und einige noch gar keine Farbe.
zeige euch das nochmal hier in die Kamera. Bei Klartronic ist es auch sehr ungleichmäßig. Einige sind schon schön crunchy und hart. Andere noch recht weich und, ne? Mal an der Grenze. Hier sind die Pommes auf jeden Fall an einigen Stellen noch nicht gar. Sieht gut aus, aber von innen ist das noch nicht so richtig, das Gelbe vom Ei. Kann ich auch noch nicht ganz erklären, warum. Und hier haben wir sehr gute Ergebnisse. Die Pommes sind bis auf einige kleine Ausreißer sehr gleichmäßig geworden. Sind alle gar, bis in die Mitte. Das sind meine beiden Favoriten. Bei den Chicken Wings, da gibt es nicht so viel zu erklären. Wir haben 1, 2, 3 Mal okay bis gute Ergebnisse. Und einmal bei der Yuari sind die Chicken-Teile sehr trocken geworden. Kommen aus der gleichen Tüte, haben noch keine richtige Erklärung dafür. Aber wie gesagt, bei den Chicken Wings haben wir 3 ordentliche Ergebnisse und einmal nicht ganz so toll. Als nächstes testen wir die Maschinen jetzt nochmal mit jeweils nur einem halb befüllten Garkorb mit den Fischstäbchen. Bis gleich. Dann bis gleich. Nein, nicht 12, 14 Minuten haben wir jeweils für die Fischstäbchen gegeben. Wir haben 2 mal 2 Minuten dran gehängt, damit unser Essen auch eine gesunde Farbe bekommt. Ich zeige euch die einmal. Also hier Stillstern. Dann haben wir Klartronic. Dann die Yuari. Und unser letzten Kandidaten hier. Einmal aufgebrochen. Die sind außen knusprig, fest, innen durchgegart. Bei der Profi-Cook. Hier haben wir ein nicht ganz so dunkles Ergebnis. Aber wir sind, ich wage jetzt einfach mal da reinzubeißen. Ist sehr heiß. Also auf jeden Fall gar kann man mit gutem Gewissen essen. Hier auch wieder etwas dunkler, seht ihr das? Selbstverständlich auch gar bis in die Mitte. Und das gleiche haben wir hier nochmal. Wobei die Stillstern überraschend ungleichmäßig ist. Also der ist etwas dunkler. Hier ist es ein bisschen heller, etwas fester, etwas weicher, ein bisschen ungleichmäßig. Hat mich jetzt etwas überrascht. Wenn wir jetzt Bewertungen und Plätze vergeben müssten, was wir auch tun werden, dann sind die beiden ungefähr gleichwertig auf Platz 1. Profi-Cook und Klartronic. Platz 3 hat unsere Stillstern. Ja, und hier haben wir die Schlusslaterne. Yuari oder Oyari oder keine Ahnung, wie das heißt. Ihr seht es ja selbst. Noch essbar, aber ne, also alles relativ sehen, was wir hier bewerten. So, ich kann mir denken, dass ihr nicht mit 2 ersten Plätzen zufrieden seid. Und wir haben uns überlegt, welche Fritteuse tatsächlich heraussticht. Wir haben uns für die Profi-Cook entschieden. Die hat bei beiden Garergebnissen überzeugt. Die Pommes waren gut, die Chicken Wings. Und jetzt auch die Fischstäbchen. Das Gerät hat eine gute Verarbeitung. Einen relativ großen Garkorb mit viel Fläche, also nicht Höhe und nicht was die Liter angeht. Hat geringe Abweichungen in den Händlerangaben. Es zieht fast wirklich genau so viel Watt, wie auch angegeben sind. Und damit geben wir der Profi-Cook-Fritteuse den ersten Platz. Um den zweiten Platz haben sich gestritten Stillstern und Klartronic. Hier haben wir uns für die Stillstern entschieden.
Auch aufgrund der Verarbeitung, die Ergebnisse waren in etwa gleich. Und sie überzeugt auch mit einem guten Watt-Verhältnis im Verhältnis zu den Litern. Und dadurch haben wir hier den Platz 2, Platz 3 und Platz 4. So, das war's mit dem heutigen Video. Wie immer findet ihr den Testsieger in den Kommentaren und die anderen Modelle sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr andere Testideen habt oder Fritteusen, die ich mal vergleichen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese mir natürlich alles durch und wenn es mehrere Anfragen gibt, dann wird das Thema für das nächste Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt knusprig!